Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Apple Cat. Das Unboxing habt ihr ja schon gesehen und heute bauen wir ihn zusammen unseren Star Wars UCS Red 5 X-Wing Starfighter. Aber zuerst, da es kein Original Lego ist, muss ich hier erstmal die ganzen Teile sortieren. Und beim Sortieren fällt mir wieder mal was auf. Da ist wieder ein richtig schmutziger Stein dabei. Also das ist ein Lipping-Qualität, sag ich mal. Das kommt halt immer mal wieder vor. Der hat Klebereste drauf, Schmutz und Flusen und Fusseln. Naja, auf jeden Fall nicht allzu schön anzusehen. Kann man aber sauber machen. Aber naja, es ist erwähnenswert. Kommt halt immer mal wieder vor, wenn man hier in China sein Lego einkauft oder seine Klemmbausteine. Und beim Sortieren, ich muss euch echt sagen, das Set hier war so schlecht vorsortiert mit den Tüten, da wird man wahnsinnig. Da ist alles komplett durcheinander und ich habe gar nicht genug Platz, Tellerchen und alles, um das hier ordentlich zu sortieren. Also von dem Sortierungs- oder Vorsortierungsgrad, was ja oft gegeben ist, so Sortenreihen einigermaßen in den Tüten drin, das war hier überhaupt gar nicht der Fall. Also das Sortieren, eine richtige Katastrophe, sage ich euch. Und naja, die normale kleine Katastrophe sind hier die Klarsichtteile, hier diese Kanzelabdeckung. Ihr seht, die ist natürlich wieder zumindest schön durchsichtig, aber auch optimal verkratzt mal wieder. Typische Lippin-China-Qualität, das bekommen die Freunde einfach nicht hin, die Teile zu produzieren und dann auch noch so zu transportieren, ohne dass die verkratzen. Ist eben so. Und wofür dieses Teil hier ist, ja, da habe ich echt keine Ahnung. Ein ganz merkwürdiges Transparentteil finden wir vielleicht noch später raus. Ich lege auf jeden Fall mal los, starte hier mit dem allerersten Bauabschnitt und das Bauen an für sich lässt sich wieder wunderbar bewerkstelligen. Die Klemmkraft der Bausteine, prima, Lippin-typisch gewohnt gut. Und ihr seht schon, ich habe hier einiges an Technik verbaut. Da sind also Achsen und Getriebe eingebaut, denn wir können ja später die X-Flügel dann auch aufstellen in Angriffsposition und wieder zusammenstellen. Und hier kann man schon mal so den ersten Teil dieser Mechanik sehen, zumindest mal auf der einen Seite. Ja, der ganze Rest, der fehlt noch, aber da freue ich mich schon sehr drauf, wenn nachher die X-Flügel aufgestellt werden können. Das ist dann nicht nur ein reines Display-Set, sondern hat auch einen gewissen Spielwert. Ja, und natürlich bunt ist es auch, von unten relativ unspektakulär anzusehen, von daher geht es direkt mal weiter. Und im nächsten Abschnitt haben wir sozusagen den mittleren Kern schon fertiggestellt. Dort sind schon alle vier Flügelbefestigungen jetzt fertig. Hier vorne kommt später die Cockpitkanzel dran. Und hier seht ihr, wie das nachher gemacht wird. Wenn wir die Flügel an für sich bauen, werden die hier mit diesen Liftarmen dann verbunden durch die Technikpinne. Und hier hinten ist auch schon das kleine Zahnrad, an dem man dann drehen kann, um, wie eben schon gesagt, diese Flügel dann in Angriffsposition, in X-Position zu bringen oder auch wieder runter zu kurbeln. Also, soweit so gut. Alles wirklich sehr schön. Es passt wunderbar bisher. Ich habe keine Fehlteile soweit und das Bauen macht Spaß. Und das Bauen wird noch eine Weile Spaß machen, denn ihr seht, ich habe hier noch eine ganze Menge an Teilen liegen und stellenweise sucht man sich ja wirklich einen Wolf, wenn man hier ein einzelnes Teil sucht. Also, Lippin gibt hier übrigens an, dass es 1660 Teile sind. Das Originalset von Lego hat dagegen 1559 Teile. Nachgezählt habe ich nicht, aber naja, so um die 1600 werden es also schon sein. Und der innere Kern, sage ich mal, der ist jetzt hier noch schön verkleidet worden mit verschiedensten Arten von Fliesen und Abdeckungen, so dass jetzt hier alles schön in Weiß erstrahlt. Das sieht nachher natürlich noch ein bisschen abgeranzter aus. Oben sehen wir noch die Achse für die Flügelmechanik und ja, die dreht sich auch. Passt soweit alles und hier hinten auf das Zahnrad wurde dann nochmal eine Abdeckung draufgesetzt, dass man dort schöner und leichter nachher diese ganze Mechanik bedienen kann. Ja, also Leute, so weit, so gut hat das einwandfrei funktioniert hier bei mir. Aber ich kann jetzt schon mal spoilern, ganz so reibungslos wird es im nächsten oder in den nächsten Abschnitten nicht bleiben. Aber wir starten jetzt hier mal mit der Cockpit-Kanzel und bauen wir das Ding mal. Hier kann man schön jetzt schon mal etwas die Größe erahnen. Hier, wo dieser vordere Teil, ich sag mal, im Rohbau fertig ist. Ihr seht, da ist wieder viel Buntes verbaut. Lego-typisch innen drin sieht es ja oft furchtbar bunt aus. Aber das hier soll so bunt sein. Das sind nämlich die aufgedruckten Cockpit-Steine. Also keine Aufkleber, sondern ein Druck, die dann hier die Cockpit-Instrumente zeigen. Und das ist sehr schön. Wir haben auch noch ein paar Pedale hier zum Bedienen. Ja, keine Ahnung, wie man so einen X-Wing richtig fliegt. Und dann haben wir hier unten noch so, ja, kann man sehen, die paar Platten,
womit das Ganze zusammengebaut wurde. Und mal ganz ehrlich, die Größe finde ich jetzt schon echt beeindruckend. Allein wenn ich das mal an diesen Kernteil dranlege, sieht man, das wird schon ein richtig großes Modell werden. Aber zuerst müssen jetzt nochmal hier die Seitenteile drankommen. Und die haben auch einen ganz netten Clou, aber das sehen wir gleich, wie die befestigt werden. Na, da haben wir den ersten Ausfall. Diese weiße Fliese hier, die ist nicht von mir krumm gebogen worden. Nein, die kam schon so aus der Fabrik raus. Also da hat irgendwas beim Guss nicht richtig funktioniert und die ist hier so hoch gewölbt. Sieht aus, als wäre da irgendwie ein Widerstand, wenn man runterdrückt. Aber keine Ahnung, da haben sie es zu früh aus der Gussform rausgeholt und das war noch nicht fest. Oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich zeige euch mal als Vergleich. So soll es eigentlich aussehen. Sie können es also auch wunderbar gerade machen. Aber hier gab es mal wieder einen kleinen Ausfall. Und da sind sie dran, die Seitenverkleidungen. Und jetzt nimmt das Cockpit schon richtig Formen an. Und es ist auch ganz cool, wie die das hier gebaut haben, also die von Lego. Die haben nämlich hier solche Hinges angebracht an der vorderen Spitze. Und da wurden dann eben mit diesen Gelenken die Seitenteile dran befestigt, sodass man diese leichte Keilform hinbekommt, die ja das X-Wing-Cockpit oder der vordere Teil des X-Wing hat. Eine clevere Bautechnik, nicht kompliziert, aber dafür sehr clever und effektiv. Ansonsten, es sieht bunt aus. Ja, ein paar Aufkleber haben wir auch schon hier von der roten Staffel, einmal dort an der Seite. Und auf der anderen Seite haben wir auch einen kleinen Sticker drauf. Die sind qualitativ in Ordnung, also da kann man nicht groß meckern. Die sind soweit klar und hier hinten kann man schon sehen, wie es nachher befestigt wird, denn das wird einfach nur mit solchen Technikpinnen hier hinten an dem Kernteil angebracht. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt auch direkt mal live sozusagen. Also ihr könnt direkt mal sehen, wir haben hier vier Technikpinne, die werden hier drüber gesteckt. Und dann ist es fast schon fertig. Das Teil sitzt eigentlich schon recht fest, aber zur perfekten Befestigung hier nochmal so eine Platte drüber setzen. Und dann hat man mit so einfachen Mitteln, das finde ich immer wieder schön, mit so einfachen Mitteln wirklich eine bombenfeste Verbindung. Und man kann das Ding hier überall anfassen. Da fällt nichts ab, da fällt nichts auseinander. Ich kann es sogar vorne an der Spitze holen und ein bisschen rumschütteln, ohne dass sich das löst. Also vier Technikpinne und eine Querplatte drüber. Und wir haben hier eine bombenfeste Verbindung und einen richtig soliden Grundteil, wo wir jetzt weiter aufbauen können bei unserem X-Wing. Und das Ding wird richtig groß. Meine Güte! Also wenn da später die Flügel dran sind, räumt schon mal Platz frei in eurem Regal. Den werdet ihr dringend, dringend benötigen. Und hier haben wir nun den Sitz gebaut. Also sehr einfach konstruiert, kann man hier sehen. Mit so ein paar Slopes, ein paar Fliesen, einem kleinen Gelenkteilchen. Und wenn man den hochklappt, ja, kann man jetzt schon erahnen, wie man hier drin sitzt. Und ganz vorne, da haben wir dann quasi den Steuerknüppel. Den biege ich mal noch ein bisschen nach vorne. So, so sieht's aus. Schön. Also, dann nochmal flott reingesetzt. Und der Sitz passt. Wir haben die Cockpit-Geschichte nun soweit fertiggestellt und es geht direkt weiter. Aber dann ist es doch mal wieder passiert. Ich habe hier ein falsches Teil, zumindest ein Teil in der falschen Farbe. Ich brauche hier so eine 2x4er, also so ein 2x4er Steinchen, so eine Platte und brauche das in Schwarz. Hab's aber nur in so einem Hellgrau. Naja, ist nicht weiter tragisch, weil es wird eh hier innen drin verbaut. Aber naja, erwähnenswert, das erste Teil in der falschen Farbe. Hoffen wir mal, dass sich hier nicht noch mehr verstecken. Kleiner Spoiler, es werden noch mehr kommen. Und das hier sind die Aufkleber fürs Cockpit und die sind scheiße. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber ich habe sie ja zum ersten Mal aufgeklebt und da hatte ich Blasen drin. Und die sind mega dünn, auch die Aufkleber. Und dann wollte ich es hochziehen, um die Blasen rauszudrücken. Und man kann den nicht noch ein zweites Mal drauf machen. Das sieht einfach total bescheiden aus. Am besten komplett abziehen oder lasst es von Anfang an einfach weg, weil die Aufkleber hier, die rauben einem nur den letzten Nerv und selbst beim Abziehen bleiben hier noch massig Klebereste vorhanden. Also schlechte Qualität hier bei den Cockpit-Aufklebern. So, jetzt haben wir den aktuellen Baufortschritt. Die vordere Spitze ist jetzt auch schon angebracht in Grau und der komplette vordere Teil ist nun fertig gebaut. Wir haben den schön verkleidet. Hier nochmal mit einem Aufkleber. Der war in Ordnung. Also die kleinen Aufkleber am Set, die sind in Ordnung. Aber ihr seht es hier an der Cockpit-Kanzel, die großen
boah, katastrophal, schlecht, richtig furchtbar, am besten komplett weglassen. Muss ich später hier nochmal alles abpiedeln. Das Cockpit an für sich lässt sich aber gut öffnen und schließen. Also das ist problemlos möglich. Und schaut mal her, wir haben hier sogar noch, Moment, ich gehe ein bisschen näher mal ran, den kleinen Zielcomputer. Dort könnt ihr es sehen, sogar mit einer bedruckten Fliese, wo man ja so einen Zielvektorparameter sehen kann. Das ist eine schöne Lösung. Also ein kleines Detail, das direkt Freude macht, wenn man es angebaut hat. Finde ich richtig schön. Also das ist ja der Zielcomputer, den Luke dann hochklappt, denn er schießt ja mit der Hilfe der Macht dann ja, den Torpedo in den Todesstern rein. Hier oben sehen wir noch viele kleine Details, die angebracht wurden, damit es ein bisschen ja, mehr nach Technik aussieht, nach echter Technik. Und ja, apropos, hier haben wir unseren kleinen Freund R2-D2. Kennt man ja die Figuren. Der Druck hier drauf, der ist völlig in Ordnung. Macht einen ganz guten Eindruck. Nicht total perfekt an manchen Stellen. Ist das, was rund sein sollte, doch etwas oval. Aber geht in Ordnung. Und er findet auch seinen Platz hier im X-Wing. Zumindest, wenn man das Beinchen richtig einstellt. Damit er auch hier unseren Piloten, in dem Fall hier Luke Skywalker, dann beschützen kann. Und schade, dass hier nicht wirklich so eine Minifigur reinpasst. Denn der R2-D2, der passt ja hier schon mal wunderbar. Und hier habe ich jetzt mal den Ständer gebaut, denn jedes UCS-Modell hat ja einen Ständer, wo das Set dann draufkommt. Und da ist es relativ einfach gebaut. Ihr seht, hier vorne haben wir die Platte, die mit solchen Hinges dann in die Position gebogen werden kann. Vorne drauf natürlich dann ein Aufkleber. Und hier wird einfach später dann der X-Wing draufgesteckt, aber man kann ihn noch ein bisschen kippen. Also wir haben hier so eine leichte Mechanik drin, wo man also die Position noch ein bisschen verändern kann, ob er mehr nach unten oder nach oben zeigt. Das finde ich gut. Und hier vorne die Platte, naja, klar, da steht jetzt erstmal Starplan drauf und nicht Star Wars, aber soll uns nicht weiter stören. Ich setze jetzt mal den X-Wing drauf. Wir haben hier unten das Loch und da kommt dann einfach hier der Zapfen des Ständers rein. Super simple Sache und passt einfach, sitzt stabil und sieht auch gut aus. Und das muss jetzt hier schon angebracht werden, weil jetzt gleich die Flügel angebaut werden. Das geht einfach besser, ja, wenn hier ein bisschen Luft um das Modell drum ist. Aber ihr seht schon, der kibbelt hier noch die ganze Zeit, denn da fehlt noch einiges an Gewicht, weil naja, die Flügel fehlen eben noch. Aber keine Sorge, um die kümmern wir uns im nächsten Bauabschnitt. Und ich war nicht doof, ich habe hier gleich zwei Flügel parallel gebaut, denn es sind ja immer zweimal das gleiche. Die Anleitung zeigt es einem nicht zweimal direkt, aber baut die einfach parallel, da spart man sich eine ganze Menge Arbeit. Hier habe ich auch schon den ersten angebracht. Ihr seht, da werden einfach nur diese Technikpinne einmal komplett durchgeschoben, durch die Liftarme und durch den Flügel und schon haben wir eine bombenfeste Verbindung. Und hier ist der zweite, hier kann man sich das nochmal anschauen. Ein paar Verzierungen, weiße Platten, rote Platten und hier noch ein großer Aufkleber drüber mit ein bisschen Battle Damage. Der Aufkleber hier, der war auch wieder völlig in Ordnung. Also ein Totalausfall sind wirklich nur diese Cockpit-Aufkleber. Die anderen, die kann man gut aufbringen. Das passt soweit. Und hier auf der anderen Seite, den habe ich noch nicht angebracht, den Flügel. Und kann euch hier nochmal im Detail zeigen, wie es jetzt genau funktioniert. Wir haben also auch hier zwei Liftarme und die werden einfach zwischen die anderen beiden, die wir schon gebaut haben, hier reingeschoben. Und dann von der Seite kommen dann dort diese Technik, ja, diese, wie nennt man die denn? Diese Technikverbinder, diese Technikpinne einfach nur durch und passt. Super feste Verbindung, habe ich schon gesagt. Und das lässt sich auch einwandfrei bauen. So, jetzt hängt es unten schon mal ein bisschen durch, aber oben fehlt ja noch einiges. Man sieht schon, dass die hier immer so gegengekontert sind. Also rechts unten zu links oben der Flügel, damit die eben das Gewicht auch ein bisschen ausgleichen. Und dann baue ich jetzt mal noch die anderen beiden. So, die anderen beiden sind jetzt hier eben auch schon angebaut worden. Jetzt sieht es doch schon ziemlich fertig aus, aber es fehlt noch einiges. Hier sieht man die oberen Flügel, genauso wie die anderen auch. Aber ja, nochmal ein schön dreckiges Teil. Irgendwie habe ich es hier bei dem Set. Da haben sie nicht so ordentlich sauber gemacht.
Der Aufkleber, der war wiederum wieder völlig in Ordnung. Und auf der anderen Seite das gleiche Spiel, aber das Teil hier ganz am Rand war dafür sauber. Was man direkt hier erkennen kann, also ich drehe mal hier ein bisschen zu, so dass wir quasi in Landeposition sind. Und hier sind die Flügel ziemlich nah beieinander, aber auf der anderen Seite haben wir einen deutlichen Abstand. Ja, da hängt es ein bisschen durch, aber das ist kein Problem hier mit meinem Set, sondern das ist ein generelles, habe ich bei anderen auch schon gesehen. Finde ich jetzt persönlich nicht ganz so tragisch, denn normalerweise glaube ich, die meisten von uns werden es eh in X-Flügelposition aufstellen, weil es dann eh viel cooler aussieht. Und wenn man es dann hochdreht und die X-Flügel sind ausgefahren, dann fällt das nicht weiter ins Gewicht, denn dann stehen die gleich. Das ist also echt nur ein Problem, wenn die Flügel zusammen sind. Da sind, glaube ich, irgendwie die eingebauten Federn nicht stark genug, um dann zumindest die eine Seite auch komplett zusammenzudrücken. Aber ihr seht es hier in X-Position. Passt das. Sieht schon mal richtig gut aus und allzu viel fehlt auch gar nicht mehr. Deswegen geht es direkt weiter mit dem nächsten Bauabschnitt. Und was wäre auch ein X-Wing ohne die Antriebseinheiten, also die Triebwerke? Die habe ich hier gebaut. 4 Stück an der Zahl. So sehen die Teile aus und die werden dann auch mit 2 Technikpinnen hier später befestigt. Besonders cool ist einmal hier, das sind Felgen, Innenfelgen, die hier aufgereiht wurden. Und hier hinten dann, wie diese Triebwerks, dieser Abschluss dann gebaut wurde, einfach nur ja mit diesen 1x2er-Fliesen mit so einem Haken dran. Und dann wird das hier so hochgebogen, um diese wirklich schön kolorierten Spiegel, also in diesem, was ist das, so ein Violett, dann rumgebogen. Und das ergibt einfach eine tolle Triebwerksoptik. Passt wunderbar, haben sie sich bei Lego schön ausgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, hier sieht man nochmal die beiden Technikpinne, womit das Ganze dann hier am Flügel beziehungsweise hier ganz oben an diesem Techniksegment befestigt wird, wird dann einfach nur da drauf gesteckt und dann sitzt das schon. Der Bauabschnitt hier, der ist so ein wenig repetitiv, denn ihr müsst natürlich auch diese Triebwerke 4-mal bauen, also 2-mal pro Seite. Ist ein bisschen eintönig, aber ist egal. Sieht toll aus am Ende. Schaut euch das mal an. Eine tolle Heckansicht. Prima. Also sehr schön umgesetzt. Finde ich klasse und verleiht dem Ganzen jetzt schon mal ja nochmal einen realistischeren Touch, soweit man das von einem Lego-Modell sagen kann. So, ach, hier ist direkt schon was abgefallen. Egal, wir schauen uns nochmal an, wie das jetzt hier von vorne aussieht. Da muss man drauf achten, dass in den Triebwerken, Moment, wenn es scharf stellt, sieht man es, dass dort diese Mittelteile, die einmal nach oben, einmal nach unten zeigen, dass man die richtig rum anbringt. Wir sind übrigens auf Seite 71 und als nächstes kommen noch die Laserkanonen dran. Tja und ups, they did it again. Wir haben wieder mal Teile, zum Glück keine Fehlteile, aber Teile in der falschen Farbe. Die müssten alle hier hellgrau sein. Und ja, ich habe hier einige hellgraue und gleichzeitig nochmal 2 von diesen dunkelgrauen. Naja, vielleicht tauchen die noch irgendwo auf, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. So mit den falschen Farben, ja, das ist irgendwie eine kleine Krankheit hier bei diesem Set. Na, jetzt geht es aber rund langsam. Ich glaube, die waren besoffen hier beim Zusammenpacken. Ich habe schon wieder ein falsches Teil, zumindest die falsche Farbe. Hier wieder ein dunkelgraues, wo ich ein hellgraues haben sollte. Und in der Anleitung ist es definitiv hellgrau. Also, keine Ahnung, was die hier sich zusammengebaut haben. Erst die Teile falsch, also 3-mal die falsche Farbe schon. Und ich habe hier wirklich nichts mehr, wo ich noch gucken könnte. Die sind definitiv in der falschen Farbe dabei. Mann, 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 Mann. Und trotzdem ist er fertig geworden. Unser Starplan X-Wing Starfighter. Da steht er da in Angriffsposition und das Teil sieht super aus. Also ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert. Der ist mega groß geworden. Das Bauen hat Spaß gemacht und er sieht klasse aus. Hier haben wir die Plakette. Da steht natürlich Starplan T-65 X-Wing Starfighter und noch ein paar Daten und Angaben zu dem Set, wie das ja bei UCS meistens der Fall ist. Man kann sich auch hier so einen Star Wars Aufkleber besorgen. Gibt es bei eBay. Könnt ihr ja mal schauen. Und ansonsten hier haben wir noch die Laserkanonen angebracht. Auch die ließen sich gut bauen. Richtig lange Teile. Für jeden Flügel gab es da nochmal eine. Was ein bisschen schade ist an dem Set, die Innenseiten hier der Flügel. Die hätte man noch etwas schöner verkleiden können. Denn in der X-Wing oder in der X-Position sieht man da eben richtig gut rein. Aber Leute, versteht mich nicht falsch, das ist Jammern auf ganz hohem Niveau, denn das hier ist ein super tolles Set. Schaut euch mal hier die Laserkanonen an, auch die sehen richtig cool aus. Hinten alles ja mit so kleinen verspielten Technikdetails und die Heckansicht,
prima. Mit den Triebwerken habe ich ja schon gesagt, wirklich ein ganz, ganz tolles Displayset, das man auch wirklich gut mal in die Hand holen kann. Hier ist das meiste grundsolide gebaut, ihr könnt das anpacken, außer hier hinten vielleicht an den Triebwerken, da würde ich nicht dran gehen, da fliegen die kleinen Teile ab. Und auch hier die Mechanik, selbst hier bei Lepin, funktioniert problemlos. Also ihr seht, ich kann das zusammen drehen einmal. Ja, der eine Flügel, der hängt immer noch, da hat sich nichts mehr dran verbessert. Aber alles funktioniert. Das mit dem Ständer ist eine tolle Sache. Man kann es in verschiedene Positionen hinstellen. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Set. Von daher, wenn ihr das selbst mal kaufen wollt, Freunde, ich verlinke euch das hier unten. Einmal das Originalset und einmal das Set für um die 65 Euro von Lepin, wo ich das gekauft habe. Dann könnt ihr gerne selbst mal zuschlagen. Es lohnt sich. Das Zusammenbauen macht einen Riesenspaß und es sieht am Ende richtig super aus. Und schauen wir noch kurz, was ist denn übergeblieben hier? Da noch so zwei Waffentrays, wo ich wieder mal nur ein Teil gebraucht habe. Und eine Menge Kleinteile, auch hier so viele kleine weiße Fliesen unter anderem. Also, gefehlt hat nichts, ein paar Teile in der falschen Farbe und ein bisschen was für die Ersatzteilkiste ist auch noch mit dabei. Das soll es gewesen sein, Freunde. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.